Liebe Leute, wir hören weiter mit Knights of Honor 2 Sovereign. Viel Vergnügen, auf geht's. Und wir waren hier eben beschäftigt mit weiteren Waren, die wir uns holen wollen. Ja, wir haben sehr viel Geld, hier laufen im Augenblick schon die Segelmacher. Und lass uns doch mal überlegen, die Belagerung Brüssel ist woanders, was wir als nächste Ware uns holen. Unsere Errungenschaften und Waren. Und zwar, wir wollten ja nach den Segeln noch freischalten, die Karten. Segel läuft gerade durch einen Bauauftrag. Dann haben wir den Merkantilismus, eine weitere Errungenschaft und verdienen noch mehr Geld. Weil Geld ist ja anscheinend das Problem bei uns. Wir können einfach nicht genug haben dabei, ja? Jetzt lass uns mal überlegen, wie kommen wir an die Karten ran? Produziert in Admiralitäten. Produktion Karten in 16 Provinzen möglich. Wir müssen aber erst andere Provinzen entwickeln. In Edinburgh, in Aberdeen, in Inverness. Ah, das ist ein Late-Game-Gebäude. Kartografen-Admiralität. Ich könnte mir vorstellen, wir machen es in Inverness. Wisst ihr warum? Wir wollen ja ein Handelszentrum aufstellen. Das ist die Handelszentrumsübersicht. Der Handelszone. Und im Augenblick gehört unser schönes großes Reich zu einer fremden Handelsregion, nämlich, wenn ich das richtig sehe. Entweder zu der Handelsregion hier unten oder zu der in Brügge. Das ist mir gerade nicht ganz klar. Ich glaube zu der hier, ne? Ich glaube, das ist der Sitz eines Handelszentrums hier. Das ist Handelszentrum. Poitiers ist das, ne? Ne, da drüber. Angers. Und wir wollen natürlich ein eigenes Handelszentrum gründen. Das kann man aber nicht durch den Bau, das kann man nur dadurch, dass man erfolgreich spielt. Das ist die Frage, welche unserer Städte, die auch von einem Admiral beherrscht wird, könnte man so ausbauen, dass sie da richtig erfolgreich sind. Und uns wird angezeigt, anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, dass Nottingham hier potenziell am erfolgsversprechendsten sein könnte. Weil hier sind doch so komische Symbole. Könnte das uns... Und das sind die Symbole vom Söldnerlager und von der Armee. Das war alles. Die Welt steht euch zur Verfügung. Naja. Das ist die Stadt Nottingham. Oder ist das ein Hinweis darauf, dass Nottingham zu einem Handelszentrum werden könnte? Was meint ihr? Glaubt ihr, das ist ein Tipp? Nottingham ist, kann die coolste Stadt werden? Oder ist das ein Hinweis darauf, dass hier irgendwie... Das ist in jeder Übersicht. Das ist einfach nur, da stehen viele Armeen rum. Also wir könnten ausbauen, die Städte, in denen wir einen Statthalter haben und die einen Kaufmann haben. Das wären Inverness, Dublin, Cork oder Armagh. Das heißt entweder die drei hier in Irland oder unsere schottische Ursprungsstadt Inverness hier im Norden. Und das würde ich gerne versuchen. Das war unser Ziel die ganze Zeit hier. Diese Stadt hier tierisch gut auszubauen. Inverness. Und alles, was zum Handelszentrum beiträgt, ist Top-Gebäude. Vor allem hier, wenn man zur Kaufmannsgilde hochgeht. Das erhöht immens die Wahrscheinlichkeit, dass man da ein Handelszentrum bekommt. Hab ich so gelesen. Ja. Das heißt, das in die Richtung ausbauen. Wir haben auch schon Behausungen, Dorf, Milizen und Marktplätze. Wir haben nur 4 Waren vor Ort. Das geht. Sehr viele Küstensiedlungen, sehr viele Dörfer. Ich glaube, Dörfer sind auch für Handelszentren gut. Wir schauen mal in der Königlichen Bibliothek nach. Und schauen mal bei Handelszentren. Also Provinzen mit großem wirtschaftlichem Potenzial, die hohe extra Einnahmen bekommen. Danke an Borchardt. Für 7. Abo, Grüße an dich. Danke dir, Borchardt. Und was wir hier brauchen, hängt in erster Linie von den Handelsaktivitäten ab. In geringerem Maße aber auch vom Handel in benachbarten Provinzen. Wirtschaftlich attraktive Städte können Handelszentren werden. Je attraktiver, desto größer wird die Handelszone. Die Beziehung zu den Königreichen, die man von dort erreichen kann, spielt eine Rolle. Das heißt, Inverness liegt am Rand unseres Königreichs, ist deshalb nur so mäßig geeignet. Die Handelszentren werden von alleine gegründet vom Programm, das können wir nicht machen.
Man braucht auch ein bisschen Glück. Hohe Handelsproduktion, ich denke, das ist der Handel hier oben, ne? Dass man möglichst viele von den Handelskapazitätsgeldsäcken erwirtschaftet. Das ist gemeint. Je mehr wir davon in einer Stadt erreichen, desto besser. Sehr gut sind viele Küstensiedlungen. Dörfer für eine gute Kaufmannsgilde, das kann man in Inverness machen. Küstensiedlung ist schwierig. Mal gucken, ob wir auch einen Handelshafen parallel machen können. Könnte schwierig werden. Viele Getreidehöfe für einen guten Lebensmittelmarkt geht da auch schwer. Provinzmerkmale für coole Warenproduktionsgebäude. Wir haben nur tiefe Wälder, Bernstein und Bernsteinvorkommen. Und Bernstein selber als Ware vor Ort. Das ist eher nicht so gut geeignet hier. Viele Dörfer oder viele Getreidehöfe oder viele Küstensiedlungen. Und wir haben hier 4 Dörfer und 5 Küstensiedlungen. Das heißt, was haben wir hier bislang gebaut? Wir haben den Marktplatz, die Behausungen, die Dorfmiliz und den Bernsteinhandel. Das ist doch eine gute, damit kann man doch arbeiten, Leute. Dann gehen wir rauf zur Kaufmannsgilde und zum Handelshafen. Wir müssen den Hafen bauen. Oh Gott, wir haben nur 8 Plätze in der Stadt, nur 8 Bauplätze. Der Hafen steht noch nicht. Wir könnten die 4 bauen. So viele können wir gar nicht bauen. Wir können nicht gleichzeitig eine Kaufmannsgilde und einen Handelshafen haben. Das sind 9 Gebäudeslots. Alleine die, das geht gar nicht. Ja, wir haben sehr viele Dörfer hier, 4. Eventuell wäre bei den 5 Küstensiedlungen das hier oben klüger, aber... Jetzt haben wir das schon alles so gebaut. Ich würde sagen, wir packen noch einen Kunsthandwerker obendrauf und backen die Kaufmannshilde noch. Ich kann was abreißen, Salmark, aber wir haben nur 8 Gebäudeslots. Das sind 4 und das sind 5. Das sind Summe 9. Wir können nicht beides bauen. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Bukowski Charles meint, Schottland ist ja toll, aber als Handelszentrum, naja. Du brauchst nur 3 links, Salmark. Das verstehe ich nicht, was du damit meinst. Das verstehe ich nicht. Also um zum Handelshafen zu kommen, zum Beispiel, braucht man Admiralität, Schiffswerften, die beiden brauchen einen Hafen. Das heißt, das sind wir auf jeden Fall 4. Zur Kaufmannsgilde braucht man nur die 3 hier. Du hast noch recht. Man braucht den Kunsthandwerker. Und der wiederum hat nur den Marktplatz. Das heißt, wir könnten die Behausung oder die Dorfmiliz wegmachen. Du hast doch recht, Salmark, dank dir. Und die Dorfmiliz könnten wir am ehesten wegmachen, denn die sorgt für mehr von Einberufung und davon haben wir mittlerweile genug. Die können wir problemlos abreißen. Die Behausungen sorgen für eine hohe Bürgerzahl. Ob das irgendwas zu tun hat mit der Attraktivität, weiß ich nicht. Die könnten wir auch wegmachen, denn ich würde schon gerne den Bernsteinhandel lassen. Denn im Tooltip stand ja die Holzverarbeitung. Die haben wir nicht, die sorgt für geringere Baukosten. Da könnte man vorübergehend bauen und irgendwann wieder entfernen. Und da werden haufenweise Waren durchproduziert, weil die so toll ausgebaut ist. Die Holzverarbeitung, die 3 hier, dann die Holzverarbeitung, eventuell den Bernsteinhandel lassen und die 3 hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Okay? Alles klar? Das heißt, wir bauen einmal wir reißen hier die Dorfmiliz ab, wir reißen die Behausung ab, wir gehen dann mit der Holzverarbeitung rein, da sind alle anderen Baukosten geringer, schalten 4 Waren hier frei und 2 weiter können wir nachher noch produzieren und dann sollten wir doch da einfach ein Handelszentrum hinbekommen, oder? Viele Warenproduktion haben wir hier dann dadurch. Das wird nicht klappen, wir können nicht alles machen. Lebensmittelmarkt gibt es hier oben. Ne, das kriegen wir nicht hin. Das wären 3, sind 6, das wären 9, das geht nicht. Aber die beiden können wir bauen. Hi Ranger, dann fangen wir mal damit an, dass wir das hier einmal abreißen. Die Dorfmiliz weg. Die können wir abreißen. Dann machen wir als erstes die Holzverarbeitung auf diesen Slot hier. Schalten viele Waren frei, weil die woanders verbessert worden ist und haben reduzierte Baukosten. Lassen das einmal durchlaufen.
Und dann geht es auch in Richtung, ich zeige euch nochmal kurz, wie wir dazu darauf gekommen sind. Wir wollen hier die Karten freischalten. Und dafür brauchen wir die Admiralität. Das heißt, wir brauchen die letzte Ausbaustufe hier von den dreien. Ne, die hier, das brauchen wir dafür nur. Dann können wir den Kartografen bauen. Und der braucht Tinte und Pergament. Und Tinte wiederum können wir bauen in Den Haag, sehr schön. Und Pergament können wir produzieren in mehreren Städten. Leute, das ist gut. Mehr Einfluss, mehr Einnahmen von Büchern und nochmal mehr Geld. Da, mit den Sachen würde ich sogar anfangen, mit einem von den beiden. Ja? Können wir auch gleich hier erstmal den Hafen einsetzen. Der sorgt auch für mehr Handel hier und mehr Geld und alles Mögliche. Also wo sorgen wir für die Tinte und Pergament? Was sollen wir zuerst machen? Pergament geht schneller, ne? Pergament ist ein dunkleres Gelb. Ich glaube, da sind wir eine Stufe weiter. In Edinburgh und in Aberdeen möglich. In Edinburgh haben wir den König im Augenblick. Also Gouverneur. Hier vorne. Alt, aber demnächst kriegen wir einen neuen Gouverneur. Und der ist ein Marschall, den setzen wir wahrscheinlich woanders dann ein. Und Tinte kann man hier bekommen, wodurch? Was war das nochmal? Ich muss mir nochmal anzeigen lassen, ich habe es mir nicht gemerkt, über die Admiralität und über die... Das ist in Den Haag möglich, das Pergament war es. Pergament in Edinburgh oder in Aberdeen möglich. In Aberdeen haben wir auch keinen Gouverneur. Nein, und da kommt auch erst recht keiner hin. Das heißt, wenn, dann machen wir es hier vorne. Mehr Einfluss, mehr Bücher. Mehr Geld. Und wie produziert man das hier, das Pergament? Aus der Schafszucht, okay. Das heißt, wir haben die Schafzucht. Das ist der Pergamentmacher, den können wir sofort bauen. 2 Gold im Schafshof mehr und wir haben sofort Pergament, top. Können wir die Verbesserung nicht auch woanders produzieren? Wir haben doch 2 Schafszuchten. Ach, die andere Schafszucht war wo? Ja, in dieser anderen Stadt, ne, wo wir erst recht nicht hinkommen. Wir bauen die hier. Einmal den Pergamentmacher. Alles klar. Läuft die Ware auch durch? Wie viel wir mal um die bauen, ist echt krass. Irgendwo geht ein Königreich unter. Gebäude wurde fertiggestellt, Majestät. Die Holzverarbeitung in Inverness ist fertig. Jetzt können wir hier die Stadt weiter ausbauen. Ich würde gerne erstmal die beiden anderen Waren schon mal... wir brauchen hier so lange für den Bau. Dafür einmal 2000 Gold ausgeben. Oder wir reißen schon mal die Behausungen ab. Die 6 Bürger mehr, die wir dadurch bekommen, die sorgen auch für höhere Geldeinnahmen, glaube ich, ne? Durch die Bevölkerung 4,4. Ja, das skaliert, das ist so wenig. Das ist nicht so schlimm. Also wenn man da auf die Behausung verzichtet, ein bisschen Geld da gespart, da geht, das ist alles nicht so schlimm hier. Wir reißen die Behausung hier ab. Und bauen jetzt hier den Hafen hin. Dann die Admiralität, USW. Können auch damit anfangen. Mehr Ruhm, Kunsthandwerk. Wir können auch beides gleich parallel bauen. Wir müssen sowieso, wir können immer nur eins nach dem anderen bauen, weil sich, glaube ich, sonst die Produktions, die Hämmer in der Stadt splitten. Das macht wenig Sinn. Was sollen wir zuerst machen? Sollen wir raufgehen zur Kaufmannsgilde? Da gibt es sehr viel Handel und reichlich Geld, 14 Geld, 20 Ruhm, 6 Handelskapazität, Kunsthandwerker, 4 Handel, 2 Gold und die Admiralität, das war diese Warengeschichte hier, ne?
Küste ist da, Hafen können wir sofort bauen. 7 Getreide. Bauen wir den mal erstmal. Der ist schon billig. Eine neue Verbesserung wurde abgeschlossen. Sehr schön. Segelmacher ist fertig. Es steht uns die Ware auch zur Verfügung, ne? Das heißt, wir werfen mal einen Blick in unsere königlichen Errungenschaften. Ja. Segel sind da. Bis zum Merkantilismus fehlt uns nur noch die Karten jetzt. Die um uns jetzt über die Admiralität. Pergamentmacher und dann brauchen wir noch Tinte. Und Tinte ging über... Zurück nach Canterbury. Da ist der Hafen, da ist die Schiffswerft. Die Segel sind da. Wo wollten wir nochmal an die Tinte kommen? Ich habe es gerade vergessen. Ihr müsst mich kurz coachen. Weil mir schwirrt gerade der Kopf vor lauter Möglichkeiten. Wo wollten wir nochmal an die Tinte rankommen? Über die Admiralität wollten wir an die Tinte rankommen. Die braucht die Tinte, genau. Und an die Tinte wollten wir rankommen in Den Haag. Das hatten wir uns noch gar nicht angeschaut. Deshalb konnte ich das auch nicht vergessen, weil wir uns das noch gar nicht angeschaut hatten. Das heißt, da gehen wir an die Tinte hin. Tinte ist hier möglich über... den Tintenmacher und den wiederum gibt's Kohle, Wein und Kräuter. Kräuter und Kohle haben wir. Wein brauchen wir noch. Und warum geht das nur in Den Haag? Hängt das mit einer bestimmten Ware zusammen, die es hier gibt? Über den Weinanbau. Wir haben anscheinend nur hier den Weinanbau. Deshalb geht das nur hier. Und um den Weinanbau freizuschalten, brauchen wir einfach nur ein weiteres Ding hier unten. Sollen wir ein Gebäude abreißen, aber sagen, das brauchen wir nicht vor Ort. Wir haben Pferde, wir haben Holz, wir haben einen Gouverneur vor Ort in Den Haag, einen Prinzen, einen Kaufmann. Also die Stadt wird eh massiv ausgebaut, die ist schon mal okay. In der Kirche wird dann die Tinte produziert. Wir brauchen also einen Gebäudeslot für die Kirche und einen für den Weinanbau. Wie viele Klöster haben wir hier? Auch nur eines. Sollen wir von den Gebäuden eins abreißen, aber die Kasernen und Herrenburgen, hier können wir schwere Truppen bauen. Das ist unser Vorposten auf dem Festland. Das können wir nicht abreißen. Das ist die einzige Provinz im Augenblick auf dem Festland, in der wir unsere schweren Truppen rekrutieren können. Da wären wir doof. Das machen wir nicht. Pferdezucht ist so toll ausgebaut. Wenn wir die abreißen, verlieren wir so tolle Sachen. Ich würde das eigentlich alles noch lassen im Moment. Holzverarbeitung ist für den billigen Bau wichtig. Hafen bringt uns im Augenblick auch viel. Ich würde im Augenblick einfach nur, auf Dauer brauchen wir sowieso alle Slots hier. Hier einmal 6000 Gold reinstecken. Eine neue Rebellion bedroht unser Land. Wir haben ein neues Gebäude errichtet, Majestät. Sehr schön. Welches ist es? Der Pergamentmacher? Nee, der Hafen. Ist ein Inverness da? Hier vorne. Jetzt könnten wir zur Admiralität gehen. Brauchen dafür einen weiteren Slot. Aber die Admiralität können wir im Augenblick eh nicht gescheit nutzen. Weil wir erst die anderen Waren brauchen. Die bauen wir nur wegen den Waren. Das hat noch Zeit. Das machen wir dann nachher. Ja? Das heißt, wir bleiben erstmal hier vorne. Jetzt schreibe ich mir das nochmal auf, damit ich euch nicht immer fragen muss.
Also Inverness wird zur Topstadt. In Den Haag kommt die Tinte her. Wein und Tinte. Und dann braucht. Und das war's, ne? Das waren die beiden Geschichten. Kirchen können überall. Wir könnten eine Kirche auch woanders bauen, das stimmt, Salmark. Wir könnten gucken, wo wir viele Klöster haben und irgendwo eine Option. Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Wenn Flandern kämpft, das sind andere. Das sind die Deutschen, die Flandern gegen die Franzosen. Wir machen hier mal weiter. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Handel ausweiten, das wäre cool. Wir haben 31 Handelskapazität. Die Schweden, die uns nicht mehr so gut leiden können, die würden uns dann mehr leiden können, wenn wir die Handelsbeziehung ausweiten. Wir würden cool Geld verdienen. Wir haben plus 31 oben. Das machen wir an Handelskapazität. Ihr werdet euer Gold nicht umsonst ausgeben. Ich hoffe, das klappt. Wir haben wieder 4 Bücher. Ich würde unbedingt erstmal die Bücher ausgeben, bevor wir hier irgendein Gebäudeslot kaufen. Ich berechne gerade unseren Profit. Das ist der rübergeht zu den Schweden. Und wir könnten. Dadurch würde der mehr Gold bekommen. Dadurch wird er mehr Handelskapazität bekommen. Leute, wir verbessern den Gouverneur in Inverness. Wenn wir unter Inverness so ein Handelszentrum haben und wenn man Inverness zum Beispiel, was sind das hier? Angebot aus Luxemburg. Nicht Angriffspakt mit den Luxemburgern und sie wollen Geld dafür. Nein, danke. Was ja, Handelszentrum haben wir eben gesehen, auch im In-Game-Lexikon. Je mehr Handel wir vor Ort erzeugen, im Augenblick 28, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Ne? Das heißt, wenn wir ihn hier skillen könnten. Morgen werden wir reicher sein. Das höre ich gerne. Dass er noch mehr Handel bekommt hier. Hier, etwas mehr Handel in der Stadt. Bis zu 3 mehr. Naja, mehr Einfluss. Ja, was sonst? Das können wir mit so anderen Büchern ihm sofort geben. Dann ist er erstmal nur einer mehr allerdings. Und die anderen Sachen, Schreibkunst. Mehr Bücher in der Stadt. Mehr Handel, Feilschen, oh lala, mehr Geld durch die Waren, die in der Stadt produziert werden und mehr Geld durch Nahrungsmittelimporte. Der verdient jetzt schon einiges. Feilschen lohnt sich auf jeden Fall. Handel 1 lohnt sich auch. Viel Geld, viele Dörfer, viel Handel. Die lohnen sich beide. Gehen wir einmal hier drauf auf das Feilschen. Nee, ich gehe einmal auf den Handel, damit wir weiterhin oben mehr Handelskapazität haben und mehr Luft nach oben. Wir ergeben uns nicht! Haltet stand! Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns. Sollen wir das kurz mal manuell machen, Leute? Warum geht's denn jetzt mal? Ah, die Kaufleute. Lieben uns heiß und innig, der Kauf war erfolgreich, mehr Geld aus 688 im Plus. Nahrungsmittel exportieren, wir haben ein Plus von 45. Ja, wir exportieren 10 Getreide gegen 24 Geld. Unterhalt von 10 Handel können wir uns leisten. Ein guter Plan, Majestät. Ja, also das mit der Klerus. Es wäre toll, wenn wir den Klerus weiter raufbringen würden, aber minus 10 ist der Deckel nach unten hin, das Limit. Ich würde es nicht machen. Das ist. Wir geben nur Geld aus für eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Ich würde es nicht machen. Da sind wir bei minus 9. Bei der nächstbesten Gelegenheit sind wir wieder bei minus 10. Das ist vollkommen witzlos. Diese Schlacht wird ein Kinderspiel. Eine Schlacht gegen Rebellen, bitte. Ja, wie das sind die. Wir könnten eine Stadt ausbauen zum nächsten Glaubensgebäude. Aber lass uns mal die beiden Sachen machen, die wir gerade. Wir wollen den Merkantilismus beenden als Errungenschaft. Seht, und wir wollen Inverness ausbauen. Wir können einfach nicht alles gleichzeitig machen. So, wir wollten hier oben hin. Wie stark ist unser Feind? Na, die Truppen werden langsam besser. Viele Bauern, Bogenschützen, sehr viele Bogenschützen, da müssen wir aufpassen.
Wie gut ist, dass viele Reiter haben. Bereit für den Kampf. Ein paar schwere Bogenschützen davor. Wo ist das Ziel? Bogenschützen bereit. Marschieren! Mein Schutz muss gewährleistet sein. Kavallerie zu euren Diensten. Speere bereit machen. Wir sind unterwegs. Und jetzt los. Wir sind unterwegs. Schauen, wie wir das hier regeln können. Bereit für den Kampf. Eine Kavallerie links, noch eine links, General hinten. Und es sieht so aus, als würde der General, weiß man noch nicht, wie der langzieht. Wisst ihr das nochmal? Wir versuchen mal eine andere Taktik. Gibt es neue Befehle? Wir schicken die Lehnsritter einmal raus, auf beide Seiten. Kavallerie zu euren Diensten. Und versuchen die oben die beiden, die beiden hier oben zu holen. Ah, wir müssen die Bogenschützen jagen eigentlich mit den Rittern. Trab! Ich habe hier das Sagen. Wir sind unterwegs. Speere bereit machen. Späträger sind sehr langsam, also wir sind eigentlich, das wird nicht gut gehen hier. Ja, das war doch eine Schnapsidee. Also bis wir da oben bei dem Dorf sind, dann haben wir zu hohe Verluste durch die Bogenschützen, aber die haben auch einen Speerkämpfertrupp, der sie beseitigt, der sie schützt. Ich versuch mal. Wir machen einmal eine Überraschungsaktion und versuchen mal ganz schnell mit dem hier hinzukommen. Und mit dem anderen. Ganz schnell hier vorne hin, mit Doppelklick und Rennen. Gucken, wie die darauf reagieren. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Der Trupp hier vorne, bitte auf die. Katapulte bitte hier in die Menge reinschießen. Unsere Bogenschützen, die schweren, auch hier vorne rein. Bereit für den Kampf. Speerkämpfer. Man greift uns von der Seite an. Wir sind unterwegs. Achtung. Ausrücken. Speere bereit machen. Sie laufen weg. Bewegung. Ah nein, wo ist die Kavallerie gelandet? Kavallerie zu euren Diensten. Doch, sie rennt drauf. Feindliche Truppen greifen unseren Anführer an. Und jetzt los. Bereit für den Kampf. Hier drauf ballern. Zieht die Schwerter. Hier drauf ballern. Dafür werden wir bezahlt. Die Moral unseres Feindes schwindet. Vorsicht! Sie greifen über die Flanke an. Wir sind unterwegs. Mein Leben ist kostbar. Und der feindliche General. Das sind wir hier. Nochmal hier drauf. Der hier drauf. Beeilung, ihr Blechdosen! Wir verlieren. Ach Gott, was passiert denn hier? Feuer einstellen, bitte! Unsere Feinde sind in Aufruhr, seit wir ihren Anführer ausgeschaltet haben. Na wunderbar, das haben wir geschafft. Und die schwebte wieder über allem her. Wir waren siegreich, Majestät. Majestät, eine Rebellenarmee wurde besiegt. Sehr schön. Der Kreuzzug hat sein heiliges Ziel erfüllt. Tunesien erobert. Königreich zerstört. Interessiert uns nicht. China in Sack Reis umgefallen. Etwas Geld für uns in Lewaden. Rebellen besiegt. Schlacht gewonnen. Zauberhaft. Mit der Armee hier vorne wiederum, die gerade die Schlacht gewonnen hat. Was ist euer Wunsch? Stellen uns hier wieder rein. Und machen dann weiter.